Die 5-Jahres-Inspektion. Das ist Herr Dietrich. Herr Dietrich arbeitet in der Toyota Direktannahme. Als Serviceberater steht er im direkten Kundenkontakt. Er weiß, dass gute Vorbereitung das A und O für einen erfolgreichen Kundentermin ist und wirft daher einen Blick in den Kalender. Aha, morgen um 9 Uhr kommt also Familie König zur Inspektion vorbei. Schauen wir doch mal, was in der Kundenakte steht. Beim letzten Besuch wurde vermerkt, dass die Bremsklötze noch bis zur nächsten Inspektion halten. Die müssen jetzt also ausgetauscht werden. Ihr Verso ist schon 5 Jahre alt. Dann nehmen wir am besten Bremsbeläge aus unserem Optifit-Programm. So spart Familie König Geld und erhält trotzdem Toyota Originalqualität. Ob wir noch einen Satz Optifit-Bremsklötze und Bremsscheiben vorrätig haben? Ich sehe lieber mal nach. Braucht Familie König eigentlich einen Werkstattersatzwagen? Ach nein, die haben ihre Fahrräder ja in meinem Auto dabei. Aber warum eigentlich im Auto? Ich hab's. Ich biete Ihnen einen Heckfahrerträger an. Am besten gehe ich morgen mit Familie König zum Aussteller und präsentiere Ihnen das gute Stück. Eine Anschlussgarantie für das 6. Jahr sollte ich auch noch anbieten. Das war's vorerst. Alles andere muss ich in der Direktannahme anhand der Checkliste prüfen. Da schau einer an, Herr König ist sehr penibel. Das Auto ist sein liebstes Kind. Stimmt, der Verso sieht immer top gepflegt aus. Da werde ich mal die Unterlagen zu Toyota Protect bereithalten. Als Familie König am nächsten Morgen zur Inspektion erscheint, weiß Herr Dietrich die Familie dank seiner guten Vorbereitung von seinen Ideen zu überzeugen. Endlich müssen wir unsere Räder nicht mehr umständlich in den Wagen einladen, freut sich Frau König über ihren neuen Heckfahrerträger. Und Herr König nimmt gleich noch eine Flasche Toyota Protect dazu, damit der Innenraum sauber bleibt. Herr Dietrich ist zufrieden, denn er weiß, gute Vorbereitung ist einfach das A und O für einen gelungenen Kundentermin. Und das Beste ist, sein Chef zahlt ihm auch noch eine Provision. Fassen wir zusammen, was hat Herr Dietrich getan? Gute Vorbereitung? Kundenbedarf geprüft? Verfügbarkeit geprüft? Bedarfsgerechter Verkauf in der Direktannahme? Kundenzufriedenheit und Ertrag generiert.